Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online und in der steinernen Bucht, wo wir endlich mal das Luftschiff finden, hoffe ich. Ja, so sieht die steinerne Wacht aus. Schon sehr marode und kaputt. Los geht's. Das Außenwerk dürfen wir erstmal stürmen. Okay, der wäre besiegt. Nee, die sind ja schlechter als das, was ich schon trage. Den hinteren Verschlag erobern. Das sieht doch gut aus. Ich hoffe, ich bekomme die. Yay! Bekommen! Ja, direkt mal anziehen. 34. Moment. Ab Stufe 41. Mal probieren. Nee, sorry, ich wollte vergleichen.
Geht mir doch einiges flöten, leider. Ich lass ziehen den mal noch nicht an. Die Werte von dem Alten sind doch noch ein bisschen besser. Und mehr, vor allem. Oder brennt's? Erstmal müssen wir hier vorbei und Koschei besiegen. Geschafft. Noch ein paar Schatztruhen öffnen. Das sieht gut aus. Mal schauen, ob wir die Mütze wenigstens kriegen. Ja. Vergleichen. Viel besser auf jeden Fall. Und mehr Stärke und Schnickschnack. Dann nehmen wir die auch. Haha. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Drachen Iskebind besiegen. Der lauert da hinter der Tür auf uns. Na, Drache, wo bist du? Und das Flugschiff. Sieh mal da drüben, da ist die Enterprise und der Drache passt darauf auf. Du meinst hinter dem Drachen? Ja, genau.
Das schläft ganz friedlich. Wir können uns hier einfach an ihm vorbeischleichen. Wir sind nicht wegen des Drachen gekommen, sondern wegen der Enterprise. Wir brauchen dein Schiff, wenn wir Garuda besiegen wollen. Wir beide werden uns an Bord der Enterprise schleichen und sie startklar machen. Skadi, du bleibst hier und behältst die Bestie im Auge. Wenn sie aufwacht, musst du sie ablenken, solange Sid und ich beschäftigt sind. Irgendwelche Einwände? Nein, hervorragend. Dann mal los, Sid. zu Befehl. Ja, kein Problem, mache ich gerne. Läuft doch noch näher an dem vorbei. Oh nein. Ich habe vor, Garuda als nächstes zu eliminieren. Interessant, äußerst interessant. Bitte wecke den Drachen nicht. Na gut. Ist euch klar, dass ihre Stärke die der bisherigen Prima-E, die ihr bezwungen habt, bei weitem übersteigt? Die fanatische Hingabe ihrer Ixal ist enorm kräftigend. Trotz eurer überraschenden Erfolge habe ich doch Zweifel, ob ihr dieser Bestie gewachsen seid. Aber natürlich birgst du das Licht des Kristalls und du hast den Herren des Infernos und den Herren der Felsen bezwungen. Wenn es einen Sterblichen gibt, der die Herren der Winde besiegen kann, dann bist das wohl höchstwahrscheinlich du. Solange du nicht hier und jetzt dein Leben lässt. Du bist fies. Lass ihn doch einfach schlafen. Guten Tag. Guten Morgen. Alfino, der Drache. Wir müssen das Schiff flott kriegen. Das ist der einzige Weg, um Skadi zu retten. Oh ja, klar. Wir wollen doch mal sehen, wie viel dir deine gotteslästerlichen Gaben diesmal helfen, Trägerin des Kristalls. Du schreist aber sanft. Ey, nicht wegfliegen. Wo bleibt er denn jetzt? Ah, hier kommt er. Besiegt? Hoffe ich. Ja, geschafft.
endlich geschafft. Ich hoffe, dem Luftschiff geht's gut. Da ist der nächste Kristall. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Skadi, bist du verletzt? Denn Zwölf sei Dank, ich hatte bereits das Schlimmste befürchtet. Nun wird mir klar, warum der Bund so hohe Stücke auf dich hält. Einen Drachen inmitten dieser ätherischen Störung zu erschlagen und unversehrt aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Ach ja, die Enterprise. Sid ist noch bei der Inspektion des Luftschiffs. Lass uns sehen, was er zu sagen hat. Solange es nicht sonderlich kaputt ist. Was meinst du, Sid? Kann sie fliegen? Ja, aber nicht besonders gut. Solange sie uns hier wegbringen kann. Immerhin können wir von hier weg, aber wenn das Schiff zu schwach ist, um zum tosenden Auge vorzudringen. Nun denn, lasst uns zunächst nach Credania aufbrechen. Die Zeit drängt, aber wir können uns nicht einfach blindlings in den Sturm wagen und zu siegen hoffen. Wir müssen erstmal die Enterprise reparieren, dann stellen wir uns Garuda. Los, kleines Vögelchen, flieg! Das kommt mir alles so vertraut vor. Ich erinnere mich an nichts, obwohl ich dieses Schiff doch kenne. Wenn ich mich doch nur... Ach, es hilft alles nichts. Der Flug könnte ein bisschen unsanft werden. Haltet euch irgendwo fest. Los geht's, endlich haben wir die Enterprise gefunden. Ah, da sind wir auch schon. Alfino! Wie ich mich schon nach dem Wald der Einkehr gesehnt habe, das Klima in Coertas ist nichts für mich, auch wenn diese Reise mit euch höchst abwechslungsreich war. Aber wir haben die Enterprise erfolgreich zurückgeholt und nur das zählt. Aber es gibt dennoch viel zu tun. Wir müssen das Luftschiff reparieren, sodass es der enormen Belastung in Garudas tosendem Auge standhalten kann. Ja, und Level Up! 42! Und die Reizgeschwindigkeit wurde erhöht. Meine Güte! Sid, was gibt's denn bei dir Neues? Sid hat eine Idee, wie die Enterprise repariert werden kann. Mhm. Schieß los! Ja? Es verschafft mir eine innere Ruhe, sie zu betrachten. Es fühlt sich an, als hätte ich etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlte. Natürlich tut es das, immerhin hast du die Enterprise gebaut. Der Rat der Saatseher hat unsere Bitte stattgegeben, die Enterprise bei Ihnen unterzubringen. Hier können wir sie in Ruhe reparieren. Sehr nett.
Natürlich können wir es uns nicht leisten, lange daran herumzuwerkeln, während Garuda noch immer Eorzea bedroht. Sid, als du die Enterprise gesteuert hast, hast du sicherlich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zweifelsohne ist dies das Schiff, nach dem wir gesucht haben, aber es scheint nicht besser als ein gewöhnliches Luftschiff zu sein. Du hast recht, sie fühlte sich wahrlich nicht wie die alte Enterprise an. Garudas Altar, das tosende Auge, ist von einer Wand aus stürmenden Winden geschützt. Mit der Enterprise in diesem Zustand können wir den Verteidigungsring nicht durchbrechen. Ich denke, mit den passenden Teilen könnte ich sie schon reparieren. Aber wenn der Sturm so wild ist, wie du es beschreibst, dann nützt uns das vielleicht auch nichts. Eine Barriere von wütenden Winden, unaufhörlich und unerbittlich. Wie können wir etwas so Starkes, etwas so Elementares überkommen? Elementar, aber natürlich, das ist es. Einfach durch die Wand durchbrechen würden wir nicht schaffen, aber wir können uns die Kraft eines denaturierten Kristalls zunutze machen. Du meinst, wir können damit die elementaren Eigenschaften dieser Barriere ändern? Das klingt einfach genial. Wir reden hier von Manifestationen von überladenem Äther, die überall in Eorzea auftreten. Seit die Katastrophe die ätherischen Energien dieses Landes aus dem Gleichgewicht gebracht hat, sind diese orangefarbenen Kristalle vielerorts aufgetaucht. Was tragisch ist, da sie dafür bekannt sind, ätherische Energien zu verzerren, einschließlich die von lebenden Kreaturen. Wir aber könnten einen dieser denaturierten Kristalle nutzen, um den Windäther, aus dem Garudas Barriere besteht, in ein anderes Element zu verwandeln. Eines, das sie nicht kontrollieren kann. Der Elementarlehre zufolge lässt sich Wind und Feuer verwandeln und über Feuer hat Garuda keine Macht. Sobald ich die Modifikationen vorgenommen habe, sollte die Enterprise uns problemlos zur Windsbraut bringen können, egal wie wild die Stürme auch wüten. Aber das nützt alles nichts, wenn wir nicht den nötigen Kristall beschaffen können. Hast du eine Idee, wo wir einen finden könnten? Nein, aber ich kenne jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ein Gelehrter namens Lambertin, der in Camp Knochenbleich lebt. Während eines seiner Kirchgänge bemerkte er, dass ich ein ungewöhnlich gutes Verständnis für wissenschaftliche Konzepte habe. Er hat mir viel über seine Studien des Äthers erzählt und auch über das Wesen von denaturierten Kristallen. Skadi, geh nach Talalan und such diesen Gelehrten auf. Sid und ich werden uns in der Zwischenzeit um den Umbau der Enterprise kümmern. Okay, das klingt doch nach einem sehr guten Plan. Nach Talalan. Und Camp Knochenbleich. Wo mag er hier nur stecken? Ist er irgendwo hier unten? Genau hier vor mir. Ja. Hallo, ja, da bin ich. Natürlich kenne ich mich mit denaturierten Kristallen gut aus. Das ist mein Hauptforschungsgebiet. Willst du etwas darüber wissen? Ja, bitte. Der Ätherologe Lambertin ist erfreut, dass du dich für sein Forschungsgebiet interessierst. Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der sich für mein Forschungsgebiet interessiert. In diesem Teil Eorzeas gibt es nicht viele gebildete Leute und noch weniger, die sich mit denaturierten Kristallen auskennen. Genauer gesagt bin ich außer dir bisher nur einem begegnet. Der war ein gewisser Marquess in der St. Adama Landama Kirche. Ein komischer Kauz. Zunächst war er nicht sehr gesprächig, bis ich ein paar Worte über technische Belange fallen ließ. Da taute er plötzlich auf.
Doch zurück zu deinem Problem. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du einen denaturierten Kristall nicht nur im Feld untersuchen, sondern sammeln, ja? Lass dir gesagt sein, dass das nicht ganz einfach ist. Dafür brauchst du ein speziell präpariertes Gefäß, das die verzehrende Kraft des Kristalls im Zaum hält. Ich kann dir ein solches Gefäß herstellen, allerdings brauche ich dafür einen geeigneten Tontopf, den ich dann mit alchemistischen Tinkturen, die ich eigens entwickelt habe, versiegeln kann. Einen Tontopf bekommst du bestimmt auf dem Goldbazar. Sieh dich dort einfach mal um. Das heißt, ich darf nach Ulda? Nee, hier. Da ist der Goldbazar, da war ich noch gar nicht. Oh. Ah nee, da oben ist der Goldbazar. In Ordnung. Dann düsen wir da mal hin. Ah, wieder herrlich, wenn hier die Sonne scheint. Wenn dir es schon draußen nicht tut. Bei mir ist aktuell Regenwetter und dunkle Wolken angesagt. So, hier oben ist der Goldbazar. Und ich benötige einen Tontopf. Wo bekomme ich denn diesen wunderschönen Tontopf hierher? Ah! Dickbäuchiger Händler. Tontöpfe, beste Tontöpfe für jeden Mann und jede Frau. Hier, bitte sehr, einer für dich. Ich bin froh, wenn ich die Ausschussware endlich los bin. Das war's? Okay, wieder zurück. Tja, das ging einfach. Bitteschön, Lambertain. Faszinierend, selbst bei den ungewöhnlichen starken Ätherströmen in dieser Gegend hätte ich nicht mit solchen Kristallformationen... Oh, du bist zurück! Konntest du einen eigenen Tontopf auftreiben? Ja, das ging echt schnell. Na, da hast du dir ja ganz schönen Schund andrehen lassen. Der zerbröselt ja fast von allein. Aber keine Sorge, für unseren Zweck sollte er genügen. Deswegen ging das so schnell. Der Ätherologe Lambertay hat das Gefäß für den denaturierten Kristall vorbereitet. So, ich habe den schrottreifen Tontopf, den du mir gebracht hast, mit einer speziell von mir entwickelten alchemistischen Substanz von innen versteckt und abgedichtet. Jetzt hält er sogar den verzehrenden Kräften denaturierter Kristalle stand und schirmt die Energie ab, sodass sie nicht nach außen dringt. Hier, bitte sehr! Natürlich bist du der Ätherenergie ausgesetzt, sobald du dich einem Kristall näherst. Du musst ihn also möglichst schnell in den Topf bekommen. Mein Meisterschüler Hahasako wird dir erklären, wo du einen denaturierten Kristall finden kannst. Er betreibt gerade in Hohenbrück Forschungen zu diesem Thema. Bring ihm den Tontopf, dann wird er schon wissen, worum es geht. Ach, da darf ich dann hin. Hier war ich ja auch schon länger nicht mehr. Na gut. Dann düse ich da mal hin. Aber dann mache ich hier ganz kurz einen Cut, denn den Weg kennen wir ja schon. Und bis gleich. So, da bin ich auch schon bei Hahasako. Eine schöne Aussicht hast du hier. Mit dem Wasserfall. Nein, zum Donnerwetter. Ich habe nicht vor, mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme hier wichtige Messungen vor, also störe mich bitte nicht. Bitteschön, kannst du mir hier weiterhelfen? Oh, ein versteckter Tontopf, wie ihn nur Professor Lambertay herzustellen vermag. Du hinterhältige Diebin, ich werde sofort die... Oh, er hat ihn extra für dich hergestellt?
Sag das doch gleich, dann hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man denaturierte Kristalle sammelt. Und das wiederum bedeutet, dass er mich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskünfte zu geben. Endlich wird mir die Wertschätzung zuteil, die mir zusteht. Okay. Haha, Sakko will dich umgehend auf die Suche nach einem denaturierten Kristall schicken. Oh, welch wundervoller Tag. Juhu. Heute werde ich Haha Sakko Lambertes größter Schüler dir erklären, wo du den gesuchten Kristall finden kannst. Jaha. Das trifft sich ausgesprochen gut, denn ich stand kurz davor, selbst loszuziehen und nach solch einem seltenen Kristall zu suchen. Östlich von hier liegt der sogenannte Feuerwall, der durch die Umwälzungen der 7. Katastrophe entstand. Das Epizentrum der Zerstörung befand sich nämlich ganz in der Nähe. Damals wurden zahlreiche Minerale und Kristalle freigelegt. Auch viele denaturierte Kristalle. Allerdings brauchst du einen absolut reinen Kristall. Dafür wirst du bis ins Zentrum des Feuerwalls vordringen müssen. Hier, mit dem Brechschlägel kannst du den denaturierten Kristall freilegen, sobald du ihn gefunden hast. Ach ja, den versteckten Tontopf musst du natürlich auch mitnehmen. Hier. Der schnellste Weg führt dich übrigens durch die Höhle am Rotfall. Der Weg ins Herz des Feuerwalls ist lang und gefährlich. Pass auf dich auf. Wo dürfen wir denn da hin? Oh, einmal hier durch. Okay. Und dann... Alles klar. Na gut, diesen gefährlichen Weg werden wir dann in der nächsten Folge gehen und den Kristall finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich genieße mit Skadi hier noch ein bisschen die Aussicht bei dem tollen Wetter. Vögelchen. Okay, dann tschüss.